Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3 und herzlich willkommen zu einem neuen Alltag in GTA 5. Ja, heute bin ich mit ein paar PSN-Freunden irgendwo hier in Blaine County. Und da fliegt doch irgendwas Großes auf mich zu. Ja, ein riesiges Titanflugzeug schwebt über unsere Köpfe, besser gesagt hier. So, das sieht ja... Oh! Ja, das passiert, wenn man nicht aufpasst und so knapp über den Boden fliegt. Aber ich habe heute mal wieder ein kleines Alltag in GTA 5 vorbereitet. Und ich denke mal, es ist wirklich auch mal Zeit, über Hater zu sprechen. So. Und bevor wir über dieses besondere Thema Hater sprechen, wo ich auch schon wirklich Erfahrungen damit gemacht habe, wo ich auch schon psychischen Schaden davon getragen habe, stelle ich euch einfach mal ein paar Leute vor, die jetzt hier in diesem Let's Play mitmachen. iPhone-Mann ist dabei vom Aura-Clan, Toastbrot-Armee, 12 vom CT-58-Clan, ich von Libanon-Elite-Clan, ich grüße nochmal Agent. Und der Milch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ist dabei. Und jetzt fahren wir mal ein bisschen zum Heli-Landeplatz und dann erzähle ich euch mal ein bisschen mehr. Hater. Wenn man im Internet ist, dann bekommt man automatisch irgendwann mal Hater-Angriffe. Das sind die unterschiedlichsten Angriffe. Also wirklich, Hater-Angriffe, die passieren einfach, wenn man irgendwo im öffentlichen Netz unterwegs ist. Das kann jetzt sein Facebook oder jemand will dir einfach schaden, jemand ist einfach neidisch auf dich. Dann gibt es immer diesen Hate. Es gibt unterschiedliche Hate. Es gibt Hate, weil einem die Stimme von einem nicht passt. Es gibt natürlich aber auch Hate, weil man einfach gerade schlechte Laune hat und einfach die Laune irgendjemanden, jemanden auslassen will. Zum Beispiel... mich. Och, jetzt gehe ich mal auf den jungen Zocker und beleidige den mal. Es gibt wirklich unterschiedlichste Gründe. Zum Beispiel die Meinung. Wenn ich jetzt eine Meinung vertrete, hier über Putin sage, oder, Putin ist scheiße, und dann kommen Leute, hey du Arschloch, was soll die Scheiße? Was erzählst du da? Und dann gibt es Leute, die mich natürlich permanent disliken. Sowas gibt es nicht nur bei mir, das gibt es natürlich auch bei dem YouTuber David Warfor. Da könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen. Ist ein cooler YouTuber, aber der hat natürlich auch den ein oder anderen natürlich Hater, klar. Und ich finde das schlimm. Finde ich nicht in Ordnung. Und da frage ich mich immer, was sind das für Menschen, die einen haten? Erst ganz lieb sind, super lieb, ja, alles in Ordnung und dann einen wirklich beleidigen. Dennis Pala zum Beispiel schreibt zu mir, Scheiße. War immer ein PSN-Freund von mir und schreibt jetzt einfach nur Scheiße. Da denke ich mir, was soll der Scheiß? Ich finde das nicht in Ordnung, Dennis Pala. Ich denke einfach, das ist der falsche Weg, mich zu beleidigen. Hab dich natürlich gelöscht aus meiner Freundesliste, weil ich mit solchen Leuten auch nicht zusammen spielen kann. Das geht nicht. Das geht nicht. Hater, das gibt's überall. Das ist halt so. Aber die Beweggründe, warum man das machen muss. Naja, manche finden es halt gut zu haten, manche halt eben nicht. Gehört wirklich mal richtig bestraft, aber... ich kann euch wirklich sagen, es passiert nichts. Die Hater bekommen keine gerechte Strafe. Die bekommen keine gerechte Strafe. Ja. Was droht den Hatern denn für Strafen? Erzählt mal. Nichts. Es ist erlaubt, einen fertig zu machen auf YouTube. Was passiert? Mein Kanal könnte gemeldet werden. Aber denkt ihr wirklich, ein Kanal wird dadurch auch irgendwie gebannt? Ich glaube nicht. Das passiert nicht so schnell. Also ein YouTube-Kanal wird wirklich nicht so schnell gebannt. Da kannst du wirklich viel Scheiße machen. Was passieren könnte, wenn jetzt ganz viele Leute dein YouTube-Video melden, dass du vielleicht einen Community-Strike bekommst. So ein Strike. Naja, so ist das halt. Jetzt wollte ich mal fragen, ob ihr auch schon mal was
oder ob ihr auch schon mal Erfahrungen gemacht habt über Hater oder über Hater, was ist das für ein Deutsch? Habt ihr schon mal Erfahrungen mit Hatern gemacht? Zum Beispiel auf der PS3, dass euch jemand permanent nervt. Oder auf Facebook. Nervt euch da irgendjemand, der euch immer nur beleidigt oder was weiß ich? Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Und ja. Dachte einfach, ich muss das doch einfach mal ansprechen, dieses ganze Hatertum und so weiter. Ich weiß nicht, ob man das nennt, Hatertum, Haterei oder so. Hört sich aber auch schon ein bisschen komisch an, Haterei. Haterei. Okay. Ist jemand Neues beigetreten? Sehe ich gerade. Mr. Judo. Hoffentlich habe ich es richtig ausgesprochen. Ja. Haten ist in meinen Augen ja eine Form von Mobbing, ne? Man nervt einen und will natürlich manchmal sogar damit bezwecken, dass man aufhört mit YouTube. Zum Beispiel schreibt mir immer einer, du bist scheiße, unter jedes Kommentar. Dann lösche ich diesen Kommentar und natürlich, was mache ich da noch? Genau, ich sperre diese Person, dass er das nicht mehr machen kann. Ist der einzigste Weg. Ja. Oder man ignoriert diese ganzen Haterei. Habe ich jetzt zum Beispiel gemacht. Löschen, sperren und fertig. Ich hoffe einfach, dass sich ein paar Hater angesprochen fühlen und einfach mal aufhören mit dieser ganzen Scheiße. Weil das muss einfach nicht sein. Haten ist Kacke. Und jetzt ist meine PS3 eingefroren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Ciao. Da tut sich nichts mehr.